Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Shifting Stage hier in Nürnberg. Mein Name ist Martina Wolf. Für alle die, die sich neu zugeschaltet haben, schön, dass Sie bei uns sind und die nächste Keynote mit uns zusammen anhören wollen. Wir sprechen über die Herrschaft von HAL 9000, ein Gegenentwurf zum Lernen der Zukunft. Wer jetzt da mal kurz überlegt, hat man vielleicht schon mal gehört, Stanley Kubrick, Odyssey im Weltraum, irgendwie so, da werden wir gleich ein bisschen was hören. Vortragen werden Ann-Marie Wester und Thomas Bröker, zwei geschätzte Kolleginnen, aus dem Forschungs- und Innovationslabor Lehre. Thomas hatten wir heute am Vormittag schon mal gehört, vielleicht hat der ein oder andere da auch zugehört. Jetzt will ich aber gar nicht mehr lange Sie abhalten vom Sprechen, sondern Sie nur noch daran erinnern, dass Sie gerne Ihre Fragen in den Chat stellen dürfen. Sie hier im Saal genauso wie die Kolleginnen und Kollegen vor den Kameras bitte in den Online-Chat. Und ich bin jetzt gespannt, wie ihr die massive Digitalisierung an Hochschulen hinterfragt. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, was man hier jetzt sieht, ist natürlich nicht HAL 9000. Wo man hier gerade reinguckt, das ist ein Kohleflöz in den 50er Jahren. Und ja, das hat jetzt mit Hightech wenig zu tun auf den ersten Blick. Aber tatsächlich ist auf diesem Foto ist sozialer Sprengstoff drauf. Und dieser soziale Sprengstoff, den sieht man, also das ist eine Stereografie, deswegen zwei Fotos, ist in der linken unteren Ecke, da sieht man so ein Förderband. Und das ist ein sogenannter Panzerkettenförderer. Das ist neue Technologie, die zu diesem Zeitpunkt ja, weltweit eigentlich in den Einsatz kam. Und die hat das soziale Gefüge der Bergbauarbeiter vollkommen verändert. Also bis dahin war das so, dass Bergarbeiter in kleinen Teams eher familiäre Beziehungen hatten. Jeder hat auf den anderen geachtet, man hat sich gegenseitig abgesichert, man hat sich gegenseitig geholfen. Und mit diesem Panzerkettenförderer wurde auf einmal die Förderung auf eine viel größere Breite auseinandergezogen. Und das hat dazu geführt, dass dieses soziale Gefüge der Bergbauarbeiter total zusammengebrochen ist. Und das hat sich tatsächlich so stark niedergeschlagen, dass es da ja, einen Niedergang der Arbeitsmotivation gab. Es gab Ausfälle, Arbeitskämpfe. Also es hat wirklich massiv auf den Ertrag des Bergbaus eingewirkt. Und dieses Phänomen, dass irgendwie eine Technologie Auswirkungen auf das Sozialleben hat, darum hat sich dann in London das Tavistock-Institut damit beschäftigt und damit diesen Begriff des soziotechnischen Systems geprägt. Und das, was jetzt da ja schon 70, 80 Jahre her ist, hatten wir vor kurzem eigentlich auch. Wir hatten neue Technologie, obwohl die eigentlich gar nicht so neu mehr war, und es gab schwarze Kacheln. Also das soziale Gefüge an Hochschulen hat sich mit den digitalen Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, hat das nicht funktioniert. Also die Leute, die dahinter steckten, die sind gar nicht sichtbar geworden. Es gab halt diese schwarzen Kacheln und das hat sich nur ganz langsam mit der Zeit verändert, als mehr Erfahrungen damit gesammelt wurden, aber hat auch zu vielen Problemen in dieser Corona-Situation für die Studierenden geführt. Aber im Gegensatz zu dieser Technologie gibt es auch ein Prinzip, was tatsächlich sehr gut erforscht ist. Es zählt zu den am besten erforschten und stärksten Prinzipien der Sozial- und Organisationspsychologie, wenn man den Brüdern Johnson und Johnson glauben darf. Das ist ein Sozialpsychologe, ein Bildungsforscher, die sich lange mit diesen Themen beschäftigt haben. Und die letztendlich das in einem Satz sehr schön zusammengeführt haben, dass Zusammenarbeit, also das, was ursprünglich bei den Bergbauarbeitern mal vorhanden war, immer zu besseren Ergebnissen und einer höheren Produktivität führt, als wenn man alleine arbeitet.
Und ja, hier will ich eigentlich damit einem Beispiel anschließen aus meinem eigenen Studium. Das war ein Projekt, also ich habe Architektur studiert. Es war ein Projekt, wie viele andere auch angefangen haben. Es gab eine Bauaufgabe, das war hier eine Kirche in Frankfurt-Oder, die umgebaut, umgenutzt werden sollte. Und normalerweise laufen diese Entwürfe so ab. Man bekommt die Aufgabe, arbeitet das Semester daran und zum Schluss kommen Pläne, eine Planung, die die Verwirklichung aus heutiger Sicht andeutet, wo es hingehen könnte. Dieses Projekt war aber insofern anders, weil es darauf ausgerichtet war, dass wir als Gruppe, wir waren ungefähr 20 Studierende, dieses Projekt gemeinsam bearbeiten. Und wir haben das jetzt im Nachgang betrachtet und das ist aus meiner Sicht ein wirklich, obwohl das jetzt schon sehr lange her ist, ein Paradebeispiel dafür, wie gut Kooperation wirkt und tatsächlich zu diesem mehr an Produktivität und mehr in Ergebnis eigentlich führt. Und das hat sich in diesem Projekt, das sieht man vielleicht im nächsten, tatsächlich so weiterentwickelt, dass es ein unheimlich dynamisches Projekt geworden ist. Es war nicht mehr dieses Abarbeiten eines Projekts, um am Ende eine Note zu bekommen, sondern man hat gemerkt, dass man in dieser Zusammenarbeit immer näher an eine Verwirklichung rangekommen ist. Diese kleine Chance war auch zwischenzeitlich mal im Raum, hat aber niemanden interessiert. Aber es war tatsächlich so, dass in verschiedenen Gruppen an diesem Thema gearbeitet wurde. Das ging dann so weit, dass man einen Bauantrag entwickelt hat, die Baukosten berechnet hat, die statischen Nachweise, also ganz viele verschiedene Gebiete, die normalerweise in einen Entwurf in dieser Tiefe nicht einfließen. Und im Ergebnis war es tatsächlich ein Projekt. Man sieht hier ganz gut, also es ist wirklich drumherum, waren noch viel mehr Leute, was zu einem sehr ausgereiften Projekt geführt hat letztendlich. Und ja, wo wir uns jetzt eigentlich gefragt haben, woher kommt denn das eigentlich? Wie kommt dieses Mehr an Ergebnis, dieses Mehr an Produktivität eigentlich zustande? Und ja, da wir uns eben auch im Zusammenhang mit Empamos mit Spielen beschäftigen, sind wir eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass in diesem kooperativen Setting tatsächlich ein Mehr an Motivation entsteht, woraus auch dieses Mehr an Ergebnis letztendlich hervorkommt. Genau, und dann stellt sich für uns die Frage, wie genau müssen solche Situationen denn eigentlich konstruiert sein, damit das Mehr am Ende rauskommt im Vergleich zum Individuallernen? Und dabei interessieren uns nicht die psychologischen Ursachen, sondern wirklich die konkrete Konstruktion von Kooperationssituationen, die das Potenzial der Lernenden besser heben als beim Individuallernen. Und wie können wir dann dieses Konstrukt als System abbilden und damit auch feststellen, an welchen Stellen es wirklich funktioniert und Kooperation motiviert und an welchen Stellen eben auch nicht. Und dafür haben wir die Perspektive gewechselt und die Empamos-Brille aufgesetzt. Genau, wir gehen einfach nochmal weiter. Ich habe was überschlagen. Genau, da kommen wir später nochmal drauf. Genau, wir haben die Empamos-Brille aufgesetzt. Als Werkzeug dient uns Empamos, um Handlungen und Interaktionen als Systeme abzubilden und die Auswirkungen dieser Systemstruktur auf das Motivationserleben der Systemteilnehmer abzuleiten. Empamos, das haben wir vorhin schon mal gehört, aber als kurzer Reminder, hat die DNA von Spielsystemen sichtbar gemacht und motivierende Spielelemente identifiziert und steht für empirische Analyse motivierender Spielelemente, basiert auf Gesellschaftsspielen und knüpft an vier Motivationsfaktoren an, nämlich die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan und die Theorie des Folgenanreiz nach Reinberg. Mehr zum Forschungsprojekt Empamos und dahin vertieften Informationen können Sie nochmal in der Aufzeichnung des Vormittags sehen durch den Vortrag von Professor Voigt.
Aber was bedeutet das jetzt konkret, mit der Empamos-Brille auf etwas zu gucken? Sie sehen hier das Spielsystem Mensch, ärgere dich nicht. Hier haben wir jetzt die Kernelemente Siegbedingungen. Das heißt, wenn ich meine vier Männchen in einer Reihe im Häuschen habe, habe ich gewonnen. Dann Spielerfortschrittsanzeige. Ich sehe zu jedem Zeitpunkt, wie weit ich eigentlich fortgeschritten bin im Spiel. Und den Zufall. Ich würfel und ich weiß nicht, wie viele, welche Zahl rauskommt und wie viele Felder ich vorrücken kann. Diese drei Faktoren oder diese drei Elemente haben eine motivierende Wirkung auf den Spieler. Das merken wir daran, dass wenn wir ein Element wegnehmen, nämlich den Zufall, sich ein motivationales Schlagloch ergibt. Das Spiel macht keinen Spaß mehr, weil der Spielerfolg zu früh absehbar ist. Und diesen Blick auf Kontexte kann man auch auf spielfremde Kontexte anwenden. Vielleicht kennen Sie das Spielsystem Kinderzimmer aufräumen. Das funktioniert nicht immer ganz so gut. Mehr Erfahrung über die Analyse und wie man da vorgehen kann, haben Thomas und seine Tochter gemacht. Aber uns interessiert natürlich der Blick auf den Kontext kooperatives Lernen. Wie können wir kooperatives Lernen als System verstehen und an eine Elementsprache übersetzen, wohlwissend, dass kooperatives Lernen kein Spiel ist und auch kein Spiel werden soll, aber uns der Übertrag in diese Systemsprache dabei helfen kann, Sollbruchstellen zu identifizieren. Jetzt sagen Sie vielleicht, Kooperation, kooperatives Lernen, das sehe ich ständig. Ständige Gruppenarbeiten, ich bin auch viel im Kontakt und ich sehe die Studierenden, wie sie die Köpfe zusammenstecken. Und da möchte ich Ihnen gerne ein Zitat vorlesen und das kommt auch von Johnson & Johnson. Seating people together and calling them a cooperative group does not make them one. Also Menschen zusammenstecken und sie eine kooperative Gruppe nennen, macht sie noch nicht zu einer. Johnson & Johnson haben kooperatives Lernen lange untersucht und definieren Kooperation so, dass bei echter Kooperation mehr rauskommt, als es im individuellen Fall der Fall gewesen wäre. Das heißt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und behaupten, dass das Potenzial kooperativen Lernens aber oft ungenutzt bleibt, weil es an Struktur fehlt. Und für diese Struktur liefern Johnson & Johnson Grundpfeiler. Und die sehen Sie jetzt hier erstmal in den Bubbles. Wir haben uns auf die individuelle Verantwortung und die positive gegenseitige Abhängigkeit erstmal fokussiert in einem ersten Schritt. Denn die individuelle Verantwortung heißt, dass ich nicht nur in diese Gruppe geworfen werde und danach abhänge von der Gruppe, sondern tatsächlich auch eine Eigenverantwortung für einen Teilbereich habe. Gleichzeitig die positive gegenseitige Abhängigkeit aber sicherstellt, dass das Fortkommen meiner Gruppenmitglieder auch wichtig für mein Endergebnis ist. Johnson & Johnson haben unterschiedliche Kooperationsniveaus beschrieben, auf denen wir versucht haben, basierend diese in Systemelemente zu übersetzen. Gleichzeitig haben Johnson & Johnson keine operativen ganzen Spielregeln formuliert, deswegen haben wir hier und da Ableitungen genutzt. Und bei der Übertragung sind uns Dinge aufgefallen, die wir natürlich mit Ihnen teilen wollen. Deswegen schauen wir uns das mal an anhand der Pseudo-Lerngruppe, die so von, oder Pseudo-Kooperation, die so von Johnson & Johnson beschrieben wurde. Sie sehen hier jetzt erstmal drei Felder und die Grafik ist jetzt etwas vereinfacht dargestellt. Es wird trotzdem ein bisschen herausfordernd, aber wir werden sie gemeinsam aufbauen. Deswegen starten wir mal. Wir haben zu Anfang in der Spielvorbereitung, also in dieser ersten Phase, die Rolle Lehrender, Studierender. Der Lehrende gibt hier vor, wie der Rahmen eigentlich der Studierenden aussieht. Das heißt, es gibt ein Rätsel und es gibt ein Zeitlimit und du kannst gerade, genau. Und im besten Fall wird ein Erfolgsmaßstab kommuniziert. Johnson & Johnson beschreiben, dass das Rätsel und das Zeitlimit, sagen wir zum Beispiel eine kooperative Hausarbeit im Rahmen eines zeitlichen Abstands, dass das durchaus kommuniziert wird. Der Erfolgsmaßstab, nach welchen Kriterien am Ende bewertet wird, bleibt aber oft unklar oder ist nicht klar kommuniziert. Das ist wahrscheinlich auch keine Absicht, aber es ist oft der Fall in der Pseudokooperation. Daraus ergibt sich, dass
eigentlich nur die Spielendbedingung formuliert ist. Das heißt, Hausarbeit abgegeben, Spiel beendet. Das heißt, wir haben von Anfang an keine Kommunikation der Siegbedingung, wenn wir einmal weitergehen. Und das heißt, das Vorgehen in der Bewertung des Lehrenden ist eigentlich ein geheimer Spielzug. Wenn wir weitergehen, sehen wir, dass dadurch eine Informationsasymmetrie schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Spiel entsteht. Und dann, nachdem die Teams gebildet wurden durch den Lehrenden, diese Informationsasymmetrie und das fehlende Wissen über die Siegbedingung Auswirkungen darauf haben, wie die Gruppe eigentlich den Erfolg bewertet. Das heißt, dadurch, dass ich nicht weiß, wie ich am Ende siegen kann und anhand welcher Kriterien und auch welche Kriterien eigentlich wichtig sind für die Kooperation, kommt es dazu, dass die Individuen einer Gruppe sich miteinander messen. Und das führt dazu, dass ich eigentlich sage, wir geben am Ende eine Hausarbeit ab, aber eigentlich muss ich ja nur besser sein als du, weil am Ende wird mein Textteil bewertet, deswegen egal, was du machst. Das hat Auswirkungen auf die folgenden Handlungen. Das heißt, wenn ich jetzt sammle und recherchiere und meinen Text erstelle, dann gibt es keinen Austausch und kein Feedback, weil am Ende kriege ich ja meine Siegpunkte alleine. Und das führt wiederum dazu, dass ich auch das Feedback natürlich nur auf mich selbst beziehe und auch das Feedback nicht auf die kooperative Gruppe bezogen wird. Und dadurch haben wir ein Nebenprodukt in diesem Spiel oder übersetzt in dieses Spiel. Und das ist das Gegner zurückwerfen, weil hier keine Kooperation entstehen kann, weil mir ja egal ist, was mein Gruppenmitglied macht. Jetzt haben Sie wahrscheinlich schon basierend auf meinem Ton gemerkt, dass das nicht super ist, ne? Und vielleicht auch nicht sehr motivierend wirkt. Und auch hier liefert uns Empamos eine Interpretationsmöglichkeit, wie wir diese motivationalen Schlaglöcher und was eigentlich konkret nicht funktioniert hier in der Kooperation benennen können. Und da haben wir im Kompetenzerleben, dass die eigene Leistung gar nicht einschätzbar ist. Ich bekomme weder Feedback von der Gruppe noch Feedback von meinem Lehrenden, sondern erst ganz am Ende. Bei der sozialen Eingebundenheit haben Sie schon gemerkt, es besteht gar keine Struktur und keine Abhängigkeit und auch keine Notwendigkeit zu kooperieren. Und auch in der Sieg-End-Bedingung ist es nicht eindeutig formuliert, warum ich eigentlich kooperieren müsste. Autonomie. Ich weiß nicht, was mein eigener Beitrag in der Gruppe ist und kann dadurch auch nicht eigenständig agieren. Beziehungsweise weiß ich nicht, was ich eigentlich dann tun muss, genau in der kooperativen Gruppe, um das Spiel zu gewinnen. Und bei Bedeutung, das ist so ein bisschen unser Knackpunkt, im Ganzen wirkt das Spiel bedeutungslos. Warum denn kooperieren? Das macht strukturell gar keinen Vorteil. Ich habe keinen Vorteil. Und am Ende, wir machen das alles Copy-Paste in ein Dokument und dann wird es schon durchgehen. Und dieser Bedeutungsaspekt ist unserer Meinung nach ein Knackpunkt, wenn es um kooperatives Lernen geht. Und hier schließt du, glaube ich, an. Genau, ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite ein von diesen drei Kooperationsniveaus, von diesen, die Johnson & Johnson beschrieben haben. Ist das, wo tatsächlich am Ende mehr rauskommt, nennt er die kooperative Lerngruppe. Und die haben wir uns auch nochmal aus dieser Perspektive angeguckt. Hier geht es aber tatsächlich damit los, dass am Anfang ein Team startet mit einem selbstgewählten Ziel und aus diesem Ziel auch seine Siegbedingungen ableitet. Dadurch, dass diese Siegbedingung von Anfang an feststeht und auch für das Team das Ende des gesamten Prozesses definiert, kann das Team aus dieser Aufgabenstellung die entsprechenden Rollen und Missionen ableiten, mit der man diese Bedingungen erreichen kann. Aber wie funktioniert das jetzt, dass tatsächlich diese Kooperation zusammensteckt? Das ist eigentlich der interessante Aspekt. Auch hier gibt es irgendeine Aktivität, die ich jetzt hier mal auch wieder mit Sammeln von Ressourcen zusammengefasst habe. Aber hier kommt es zu etwas, da gibt es das Spielelement Schenken. Und oft wünscht man sich ja bei kooperativen Szenarien, dass es zu einem Austausch von Informationen kommt. Aber dieser Austausch bringt einen nicht unbedingt weiter, sondern
das Schenken ist tatsächlich das, was die gesamte Gruppe weiterbringt. Also sie sammelt Dinge, entwickelt einen Zwischenstand und liefert diese Ergebnisse an die andere Gruppe weiter. Und warum ist das relevant? Das ist relevant, weil sie letztendlich dazu führen, dass die Mitglieder des Teams ihre Fähigkeiten erweitern und damit in diesem Gesamtprozess besser werden, um zu einem noch besseren Ergebnis zu kommen. Und so kommt man letztendlich über diese Missionen dahin, dass man diese Siegbedingung erfüllt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind denn hier die Lernenden? Die müssen ja auch da noch irgendwie drin vorkommen. Ich habe die jetzt hier nicht mit abgebildet, weil das eigentlich eine Klammer ist, die das Ganze einmal umfasst. Natürlich legen die Lehrenden am Anfang irgendwo einen Aufgabenkorridor oder Aufgaben fest und sie geben auch am Ende hier die Siegpunkte, die man irgendwie für sein Studium braucht. Aber ihre Hauptaufgabe ist eigentlich, diesen ersten Schritt zu begleiten, nämlich dieses Team dazu zu bringen, ein selbstgewähltes Ziel zu wählen. Und da möchte ich nochmal jetzt abschließend auf dieses Beispiel zurückkommen, weil ich sagen muss, die beiden, die das gemacht haben, die sieht man ganz links im Bild hier, das ist hier der Uwe und der Christian, Denkmalpflege und Entwerfen, die haben an den Anfang des Ganzen einen sogenannten Stehgreif gestellt. Das ist in der Architektur sowas wie so ein Hackathon oder so, also wo man in kurzer Zeit eine Idee entwickelt, um dann darauf aufbauend weiterzumachen. Und sie haben es tatsächlich so gemacht, dass wir in Zweierteams solche Ideen entwickelt haben. Diese Ideen wurden zum Schluss vorgestellt in der Runde, alle haben gesehen, was haben die anderen für Ideen, und dann wurde gemeinschaftlich der Entwurf, und das, da haben Sie am Anfang die Skizze gesehen, der Entwurf ausgewählt, den alle verwirklichen wollten. Also alle haben sich auf dieses eine Thema geeinigt, und da sind natürlich die ganzen Ideen aus den anderen Ideen, die sind damit eingeflossen. Aber damit haben sie eigentlich uns über diese Schwelle gehoben, dass sie dem Gesamtprojekt die Bedeutung gegeben hat, dass wir das als eigenes, angenommenes, selbstgewähltes Ziel weiterverfolgt haben. Und dass zum Schluss eben ein Projekt rausgekommen ist, wo ich jetzt aus der Perspektive sagen muss, großartig. Also das, was die da die Beteiligten auf die Beine gestellt haben, war wirklich großartig. Und das sieht man auch auf diesem Foto jetzt noch sehr gut, weil da sieht man tatsächlich Professoren, die in dieses Projekt gar nicht direkt involviert waren, die hier bei der Abschlussveranstaltung mit da sind. Da ist der Professor für Tragwerkslehre ist da. Das ist der ältere Herr mit weißen Haaren, der dahinter ist, der für technischer Ausbau. Links steht eine Dame für Baurecht. Die hatten mit dem Projekt nichts zu tun am Anfang. Die sind dadurch, dass die Studierenden das Projekt weiterentwickelt wollen, sind sie selbstständig an diese Parteien rangegangen, um fachlichen Rat einzuholen. Und so hat sich diese Bedeutung dieses Gesamtprojekts an der Stelle wieder an dieser einen Stelle versammelt. Ja, und ich habe jetzt eben den Held tatsächlich unterschlagen. Warum haben wir diesen Hell gewählt? Wenn man es jetzt mal bezieht auf die Anfangsbeispiele mit dem Bergbau oder den schwarzen Kacheln, wie groß wäre Ihr Vertrauen, dass wir es schaffen, für eine neue Technologie wie KI tatsächlich dieses soziotechnische System so zu gestalten, dass es funktioniert? So, und deswegen, Hochschulen stürzen sich aus unserer Sicht immer sehr schnell auf Technologien, aber dieses Potenzial, was in Kooperation steckt, das bleibt eigentlich an vielen Stellen unerschlossen. Und deswegen ist eigentlich unser Gegenentwurf zu HELL 9000, also die technologiegetriebene Ausrichtung von Hochschulen, dass man sich mehr auf das Thema konzentrieren sollte, wie kann man Kooperation so gestalten, dass es zu einem
mehr an Ergebnis und einem mehr an Lernen und Produktivität führt. Denn das ist am Ende auch der Mehrwert der Hochschule als Ort, der Lernende zusammenbringt. Deswegen sollten Hochschulen und auch Lehrende diesen Unique Selling Point nutzen, der gegenüber der KI und auch anderen neuen Bildungsanbietern besteht. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da auch mal einen Gegenentwurf gemacht habt. Ich glaube, das ist tatsächlich dringend nötig. Ich kann da wieder von meiner Familie berichten. Das habe ich ja heute schon mehrfach gedacht. Meine Teenager-Töchter, die eine hat gerade Abitur gemacht, die hat sich jetzt wirklich für ein Online-Studium entschieden, weil für sie der Mehrwert einer Hochschule vor Ort im Moment noch nicht klar wird. Und sie ist auch nicht die Einzige aus ihrem Jahrgang. Insofern ist das wirklich ein Thema, was man sich, glaube ich, noch mal anschauen sollte. Was sagt denn der Chat und was sagen denn die Zuhörenden? Ich darf die erste Frage verkünden, und zwar: Motivation durch Games finde ich spannend. Wie kann man die vielfältigen Genres und Geschmäcker abbilden? Die vielfältigen Geschmäcker. Im Prinzip kann es nur darüber funktionieren, dass man verschiedene Angebote macht, aus denen sich jeder also eine Wahl aus einem Strauß von Möglichkeiten offen steht. Ich weiß nicht, hier Tillmann aus der Fakultät Design sitzt hier mir auch gerade gegenüber. Da, bei euch läuft es vermutlich auch ähnlich, dass man ein Projektstrauß anbietet und die Studierenden sich das aussuchen. So war es bei mir im Studium. Ja, also bekomme ich hier auch Zustimmung aus der Fakultät Design. Also so würde ich das lösen. Und Kooperation soll ja auch nicht zum Spiel werden, sondern wir haben es wirklich als Denkmodell zugrunde gelegt, um motivierende Elemente daraus zu identifizieren, die in Spielen auch Kooperation fördern und diese wiederum in die Lehre zu übertragen. Also das wäre, glaube ich, auch wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass wir das nicht zum Spiel machen wollen, sondern nur Inspiration hier holen. Mhm. Super, vielen Dank. Dann lese ich die nächste Frage vor von Paul Dölle. Er bedankt sich für den Vortrag und fragt: Könnten Sie bitte noch mal erklären, wie so ein selbstgewähltes Ziel eines Teams aussehen kann? Darf ich? Ja, du darfst. Ein selbstgewähltes Ziel, das kann auch ein selbst angenommenes Ziel sein, also indem Lehrende die Bedeutung dieses Ziels klar machen. In dem Fall, dieses Beispiel, was ich gewählt habe, war das selbstgewählte Ziel der Gruppe tatsächlich das, dass man verschiedene Ideen, Vorschläge hatte. Die sind sozusagen in den Ring gestiegen, haben die Idee vorgestellt und zum Schluss, es war einstimmig, haben wir uns auf dieses eine Projekt geeinigt, weil da die besten Grundideen drin gesteckt haben und die anderen sind aber nicht verloren gegangen. Und der große Vorteil bei der ganzen Sache ist einfach, dass alle Leute sich schon in die Grundsituation eingedacht haben, ihre Kreativität und ihre Anstrengungen da reingesteckt haben und so eine Grundmotivation einfach schon haben. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für den Start in so eine kooperative Arbeit. Genau, also das schließt auch so ein bisschen an die Dimension Autonomie erleben ein. Ne? Also dass ich nicht von vornherein den Auftrag bekomme und ich folge, sondern ich hab eine Stimme, ne? Und ich darf auch mitentscheiden. Das wirkt auf jeden Fall motivierend und kann dann den Kooperationsprozess auch erleichtern. Super, prima. Mit Blick auf die Uhr. Eine Frage geht noch. Geht noch eine Frage, wunderbar. Und zwar fragt Ricarda aus dem Chat: Wann greifen die Lehrenden in das Spiel bei Problemen ein oder tun sie das nicht? Genau, das ist diese Klammer, von der wir gesprochen haben. Unsere Vorstellung wäre, dass Lehrende prozessbegleitend dabei sind und eben auch eingreifen, wenn man merkt, die Gruppe läuft kollektiv einfach in die falsche Richtung. Und da sind wir dann an den Themen, die wir auch vorher im Vortrag hatten, an diesen Coaching-Kompetenzen auch der Lehrenden. Wie kann ich die Gruppe dann wieder auf den richtigen Weg bringen und den Prozess jetzt weiter begleiten? Das Erstaunliche war ja, dass die
einzelnen Teams, die sich jetzt Teile daraus gegriffen haben, eigenständig auf Fachexperten auf ihren Gebieten zugegangen sind. Also die haben sich ihr Feedback aktiv eingeholt, statt darauf zu warten, dass jemand vorbeikommt und sagt, tu dies, tu das und dann kommst du zu der und der Note oder was auch immer. Super. Ja. Vielen Dank. Ganz vielen Dank. Toller Vortrag und es sind offensichtlich alles tolle Vorträge. Ich habe ja heute früh für alle, die dabei waren, schon mal gesagt, wir haben rund 300 Impulse heute und es tummeln sich auf den verschiedenen Bühnen und auch online 6000 Teilnehmende. Also wirklich eine große Anzahl, die wir hier erreichen und ich glaube, das ist wirklich eine schöne Sache. Ja, ich darf mich verabschieden von den Online-Zuschauenden. Genießen Sie Ihre Mittagspause. Bei uns geht es hier um 13.45 Uhr weiter, dann zur digitalen Transformation der Musikhochschulen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn viele von Ihnen auch online wieder dabei sind. Von hier aus erstmal tschüss.